Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, wo wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Mit dem kleinen Hayupai, der hier rumläuft. Lag hier irgendwo Holz rum? Da vorne. Nein! Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Alles klar. Die silberne Schatulle von X-Chell. Oh, die kriegen wir bestimmt. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. So, jetzt sollen wir also die Schatulle von X-Chell finden. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Dann mal los. Wo sind unsere Waffen? Wieso haben wir denn nur Pfeil und Bogen? Verstehe ich nicht. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Läuft bei denen auf jeden Fall. Bergab und rück macht's, aber läuft. Cool. Das war dann die Gründung. So, Gestank des Todes, daran sollen wir uns halten. Das krieg ich bestimmt hin. Ja. Bitte sprich weiter. Ich bin sehr vorsichtig, was Fallen angeht. Käfer. Oh, stimmt, da fällt mir ein. Machen wir gleich mal. Und nur drei. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Na klar, warum sollte man eine Waffe haben, wenn man sie nicht benutzen tut? Das ist ja quasi Quatsch, ne? So, dann muss man auch kurz auf die Mappe gucken. Das Relikt haben wir gefunden. Das nächste Ding wäre dann hier. Und von da. Okay. Spielspeicher, das heißt schon mal nichts Gutes. Alles klar. Ja, alles klar, auf jeden Fall. Da hinten leuchtet es irgendwie. So. Da hinten leuchtet es sehr merkwürdig. Und
Der Kukulkan soll auch schon hier sein. Aber die haben die Schatulle noch nicht gefunden, sind aber seit, weiß ich wie viel, 1300 Jahren schon hier oder was. Die sind sehr schlecht. Was ihren Job angeht. Verschlossene Türen überall. Boah. Das war knapp. Okay, warum kann ich hier runter? Gibt's da irgendwas? Nö, nur noch ohne Boden. Na gut, wahrscheinlich, wenn man nicht so weit springt, dass man hier noch ein bisschen Luft hat, um zu reagieren. Würde ich jetzt mal vermuten. So, war der Zettel irgendwo da oben. Alles klar, neues Basislager. Da müssten wir jetzt auch reinkommen. Zack. Aha. Also irgendwie, ganz ehrlich, also wirklich lohnen tun sich diese Sachen jetzt aber nicht, ne? Sie ist jetzt nicht so das übermäßig geile Zeug drinne, was man erwarten würde hinter so einer verschlossenen Tür. Aber hey. So, hast du was zu vermelden? Nein. Können wir direkt weiterreisen? Sehen Sie auch mal was? Wir nehmen so unmögliche Wege auf uns, um irgendwo hinzukommen, und dann sind wir da und dann ist Trinity aber auch schon da. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Mhm. Okay. Also wir gehen jetzt da rein und mal gucken, wo wir rauskommen, ne? Wird bestimmt lustig. Habe ich gerade Stimmen gehört? Ich dachte, ich hätte gerade Stimmen gehört. Wo sind wir jetzt? Irgendwo um nirgendwo. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Das ist sehr schön. Also ist hier nichts. Ich will ja nichts übersehen, ne? Oh, hier sieht es irgendwie giftig aus. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Mhm. Den Bauch der Schlange erklettern. Oh ja, hier sieht es sehr einladend aus. Hier will man unbedingt sein. Yay. Ach du dicke Scheiße. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Boah, hab ich mich verjagt. Hab ich mich gerade verjagt, alter Schwede. Schön. Wieso müssen wir immer durch Leichen warten? Bei Tomb Raider. Ich kenne es noch aus vorigen Teilen. Da war auch immer überall sowas. Das ist nicht geil. Oh Gott. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts.
Abseilen. Ah, okay, jetzt muss ich da rüber. Jetzt daran oder was? Ich sehe hier gar nichts. Ich hoffe einfach mal. Nein. Ist bestimmt total safe hier, was ich mache. Okay. Okay, dann da. Alles gut. Noch zumindest. Okay, keine Hektik. Oh, jetzt darf ich wieder. Ganz toll. Hey, kannst du nicht weiter selber machen? Wer baut denn solche Gruben? An Kanten werfen sie, während sie springen. Du schaffst es. Alles klar. Alter Schwede. Okay, ganz ruhig. Der hat einfach mal einen wegentsorgt. Rituelle Opfer. Ist ganz großartig. Ganz ruhig. Ja. Ist hier irgendwo einer? Ich sehe keinen. Ich hoffe, hier kommt auch keiner. Wäre doof. Oh, toll. Ach komm, hast du jetzt erwartet, dass sie hier die Tür für dich auflassen oder was? Käfer. Ja, ich glaube, der war schon tot. Ja, schön. Es ist immer noch sackdunkel hier. Also ich sehe nichts und ihr wahrscheinlich noch viel weniger. Ich habe wohl keine Wahl. Boah, ernsthaft. Hier kommt schon irgendwo eine Hand hoch, wo noch einer lebt. Boah, ekelhaft. Richtig widerlich. Das kann doch gar nicht gesund sein. Bist jetzt selber geopfert. Spinne. Spinne. Brauche ich. Gibt irgendwo ein Zugang. Ist das einer der Rebellen? Es war auf jeden Fall einer der Rebellen. Wenn es einer war. Hier verbrennen die auch noch Leichen. Alter, Alter, sind die eklig, ey. Was ist denn los mit den Leuten? Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Das auf jeden Fall. Ja, siehe Leiche. Der Geruch wird immer stärker. So, Kopf der Schlange. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Königin Unuratu, der Reiher und die Eklipse, Unuratus Familienwappen. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war.
Sairis Bruder Amaru oder Dr. Dominguez fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paetitianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Ambitioniert. Achso, muss ja schwingen. Schwinglicherweise. Das hier sieht irgendwie nach Kampfarena aus. Ich will es nicht hoffen. Ich bin nämlich unbewaffnet. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Die Barriere muss verbrennen. Mhm. Ich kann immer noch keine Waffen auswählen. So, hier ist was. Bisschen Öl. Ein bisschen Stoff. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, ja, entspann dich doch mal. Lass mich doch erstmal zu Ende gucken, Mädchen. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Wie? Die sehen aber alle gleich aus, kann das sein? Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Halt doch mal im Maul. So, einmal Öl. Voller Öl und Blut. Oh, das läuft aber weit. Zack. Ich hätte einfach einen Feuerfall drauf schießen können, oder nicht? So. Einmal Feuer Deluxe. Wie komme ich da jetzt durch? Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ah, okay. Das Öl ist verbrannt. Wo bin ich jetzt? Irgendwo hier. Habe ich was übersehen bis jetzt? Nee. Sehr schön. Alles klar. Ist das so eine Art Adalaskammer? Sieht nicht einladend aus, auf jeden Fall. Würde ich mir nochmal überlegen. Eine Barriere. Ah, ja, natürlich eine Barriere. Okay, hier Öl. Von hier auch. Hm, irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Ja. Ich muss das hier quasi füllen, damit es nach da unten läuft. Gucken, was hier passiert. Nüscht. Ich habe ungefähre Ahnung. Ja. Ich brauche mehr Drehmoment. Ja, ich weiß auch wie. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ich brauche mehr Drehmomente. Kauf dir einen Geländewagen. Wer ist denn damit? So. Jetzt passt das. Sieht passend aus. So, jetzt können wir rein theoretisch das Öl hier reinfüllen. Hoffe ich. Schauen wir mal.
schön, wie nicht flüssig das läuft. Ich stand gerade im Öl. Gucken, ob es reicht. Darum, dann darum. Ich sehe es gar nicht. Irgendwie nicht. Wir müssen noch weiter. Senu, ihr seid wieder weg. So, pass auf, das kommt von hier. Läuft dann da rein. Und dann hier ins Nichts. Kann also auch nicht richtig sein. So, kommt jetzt von hier, läuft nach da, dann hier. Dann hier und dann da auch wieder ins Nichts. Okay. Jetzt habe ich aber gleich eine Runde gedreht, ne? Ich glaube, der Anfang ist erstmal das Ende, glaube ich, ist entscheidend. Ne? So, hier läuft er jetzt einmal. Hier rum und dann auch ins Nirgendwo. Hier wäre jetzt eine Verbindung nach da. Bringt mir aber nichts. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal drehen. Ich muss erstmal den ausrichten, glaube ich, ne? So, der läuft da rum, dann da runter. Das ist schon mal richtig. Und dann auf den, also auf die mittlere Spur muss ich dann haben. So passt er. Jetzt muss ich den durchschneiden. Dann muss ich den einen zurückdrehen. Und dann müsste es eigentlich passen. So, und jetzt müsste es passen. Hoffe ich zumindest. Zack. So, wollen wir mal gucken. Wo kommt die Suppe? Da kommt die Suppe angeschwabbelt. Einmal da runter. Dann da lang. Darum. Hier weiter. Da runter. Da lang. Und unter die Barrikade. Das sieht gut aus. Jetzt muss die Barriere runter. So. Mal anders gehen. Jawohl. Wer baut denn sowas? Und warum? Und jetzt zur Schatulle. Das würde mich mal interessieren. Wer baut sowas und wieso? Voll dämlich, oder nicht? Hier ist nichts weiter. So, jetzt zur Schatulle, sagst du. Ob das so einfach wird, das möchte ich doch mal stark bezweifeln. Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt.
Nee. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Der war ja nicht so schlau. Schnapp sie! Lauf? Weg. Geht auf den Weg! Nein! Lauf, Mädchen. Ich seh nix. Nee, komm mal, Gimanti. Oh, ich mal Gimanti. Was? Lauf doch noch lahmarschiger. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Was? Gucho? Mucho Gucho. Das lief ja nicht so gut. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt rausgekommen, Alter? Wenn wir jetzt da sind? Irgendwo hier hinten, glaube ich. Das lief ja... Wow. Bin ich jetzt safe? Zu Unurato zurückkehren. Wo ist die denn? Ach, da oben. Alles klar. Ich vermute, das wird nicht so einfach. Ich habe keine Waffen. Und dann beeilen wir uns mal lieber, ne? Ganz schnell und unauffällig. Wer ist Gucho? So, muss ein bisschen Sträucher einsammeln. Für nebenbei. Hopp. So, war das jetzt die Schatulle oder was? Diese Schlange? Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube aber schon, oder? Muss ja. Halt Maul, verrat mich nicht, Junge. Was ist los mit dir? Dann haben die einfach den Jungen weggeschnappt. Tja, unerhört sowas. Erstmal wieder alles einsammeln. Was keine Miete zahlt, auf dem Weg zurück. Hier, das nehme ich auch mit. Immer viel verkauft. Aber wir kriegen ja auch viel dafür. Also Geld und wir kriegen auch schnell wieder alles zurück. Also ressourcentechnisch ist das hier los. Du bist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Nicht das Problem. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Problem, ja. Sofort. Aber mir fällt gerade ein, wir haben da oben eigentlich noch einen Monolithen. Den würde ich eigentlich gerne noch eben schnell mal mitmachen. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, den zu holen. Da oben. Ach guck mal, hier haben wir auch noch so einen Turm, ne? Das hier ist der letzte Sprung. Ja, leck mir am Arsch. Alles klar. Dran denken, den hole ich sofort. Hier ist der Monolithen. Und dann den letzten Sprung, dann haben wir die Herausforderung auch schon erledigt. Und dann weiß ich aktuell nicht, was wir noch so haben. Aber das wird sich sicherlich herausfinden lassen. So. Das beschreibt etwas in der Nähe.
Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu? Okay. Das ist nach vorne. Das ist das Ding hier und das wird der wahrscheinlich der da unten sein. Und da wird das Ding drinnen liegen. Gut, dass wir da vorhin schon einmal reingeguckt haben und da war nichts. Siehst du? Aha, easy going. Also, ja, gut, die Rätsel sind jetzt nicht so, ne? Die Herausforderungsgräber sind schon eine andere Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das nicht gleich sieht, so wie bei dem anderen von vor ein paar Folgen. So, damit hätten wir die auch erledigt. Jetzt müssen wir halt nur wieder nach oben. Und irgendwo muss hier auch noch ein Höhleneingang sein. Bin ich fest von überzeugt, weil hier ist irgendwo noch ein Schriftstück. Aber du siehst hier halt so gut wie gar nichts. Aber wir haben ja eigentlich schon geguckt, also hier war ja nichts, ne? Ist das vielleicht hier unten irgendwo? Lara guckt hier so auffällig in die Richtung. Aber hier ist auch nichts. Na gut, dann nicht. Gehen wir erstmal wieder hoch wollen. Und dann gehen wir mal schnell zu Unuratu. Beziehungsweise wir gehen in der nächsten Folge zu Unuratu und sagen ihr, dass ihr Sohn gekidnappt wurde. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Shadow of the Tomb Raider und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus, während ihr das Seil durch den Kopf zieht. Tschüss.